Thank you. Hakuna Matata, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Livestream-Sitzung. Schön, dass ihr da seid. Ich lese schon ganz, ganz fleißig The Dark Boss. Hallo Dark, schön, dass du da bist und danke schön für deine gute Besserungswünsche. Vielen Dank. Neko, oh, danke schön. Ich glaube, ich habe demnächst wieder ein Sub-Anniversary, aber egal. Oh, danke schön für 10 Monate, dass du schon so lange bei uns bist. Vielen Dank dafür und bald ist es ein Jahr. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Des Weiteren grüße ich ganz freundlich Moonwalker. Hallo Mooni, schön, dass du da bist.
und natürlich auch Neppi. Hallo Neppi, schön, dass du da bist. Hallo. Nice, ausrasten, Herz, genau. Nice, nice. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo. Danke, es ist eine Woche her, es ist auf dem Weg der Besserung. Ich habe nämlich Corona, it's the C-Virus. Und ich hoffe, dass es ein bisschen noch besser wird. Danke für die guten Besserungswünsche. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, so zu reden. Ja, oder generell vor der Kamera zu sitzen. Naja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ja, danke, Neko. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe wird das bestimmt wieder was. Hi, Mac. Schön, dass du da bist. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Dankeschön, Moonwalker. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, wir spielen heute ein bisschen Tomb Raider Legend. Da machen wir weiter, wo wir vor einer Woche... Mach das auf jeden Fall. Zieh dir was Gemütliches an. Mach's dir auf jeden Fall ganz gemütlich, Neko. Das ist eine gute Idee. Nee, also ich habe immer noch... also kein Fieber mehr. Ich habe aber immer noch so leichte Kopfschmerzen. Hals ist auch noch ein bisschen da. Also es geht. Ja, es ist jetzt auch circa fast eine Woche her. Ja. Aber heute geht es mir ein bisschen besser und jetzt habe ich gedacht, bevor ich wieder im Bett vergammel, versuchen wir mal ein bisschen was zu machen. Oh, danke schön, Meg. Absolut, da hast du recht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Was hast du denn für schöne Blu-ray-Boxen dir gekauft, Dark? Deswegen sehe ich heute einfach ein bisschen anders aus. Strange. In der Zeit würde ich sagen, switchen wir schon mal rüber. Sons of Anarchy. Ah, okay. Nice. Ich glaube, das mag auch sehr Klaus. Ich kenne die Serie nicht, aber ich habe nur Gutes davon gehört. Wir switchen rüber. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Aber auch schön. Ihr seht jetzt hier einmal mein Dings. Das absolute Lieblingsserien. Ja, nice. So. Erstmal Musik aus. Von Mew. Dann gehen wir zu Tomb Raider Inception. Genau. Dann müsstet ihr das jetzt eigentlich sehen können. Es ist eine Rithception. Es ist die Rithception. Genau. So, da sind wir wieder, wenn wir das schon hören. Oh. Wir waren in Japan, genau. Geile Mucke. So. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Okay, da sind wir. Hier haben wir letztes Mal aufgehört. Lara, Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Damit willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Schauen wir uns das doch mal ganz cool an. Ist hier natürlich ein bisschen cringy gemacht. So als ob man auf so einer amerikanischen Party wäre.
So, dann gucken wir doch mal. Wenigstens haben die hier ein bisschen... okay, ich wollte sagen, andere Models, Modelle. Aber nee, die gibt's irgendwie überall. Okay. Und die hat hier irgendwie was Schwarzes an sich. Okay. Nice. Tja, wir sehen einfach schick rausgeputzt aus. Ja, ne? Das ist richtig nice. So, dann gucken wir mal, dass wir Backstage gehen. Okay, hier geht's doch nicht weiter. Rennen können wir jetzt natürlich nicht. Das würde unsere Tarnung auffliegen lassen. Hat ein bisschen was von der Hitman-Mission. Ja, jetzt wo du sagst, stimmt. Irgendwie. So ein bisschen unters Volk mischen, so ein bisschen tun als ob. So, wie war das denn hier nochmal? Verschlossen. Das sind Bürotüren meistens. Er hat gesagt, du sollst erst mit dem Barkeeper reden. Okay. In den Schuhen. Aber Lara ist doch sehr geflext, so. Guten Abend. Ich glaube, Nishimura-san erwartet mich. Ah, Lady Croft. Er ist in seinem Büro am Ende der Halle hinter Ihnen. Ich sage ihm, dass Sie kommen. Danke. Danke, Neppy. Ja, ich fühle mich nicht so irgendwie nach Make-up. Es ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt meine Augen geschminkt geschafft habe. Für heute muss ich zugeben. So. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imasu Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte, genießen Sie die Party und viel Glück. Damals gab es auch so eine Synchronisation, die so witzig war, auf YouTube. Das sieht nicht sehr freundlich aus. Fassen Sie sich kurz, Miss Croft. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Hi, Lai. Schön, dass du da bist. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Gorose! Imasuyere! Oh. Los geht's. Jetzt geht die Action wieder los. So, nach 2 Wochen kenne ich die Steuerung nicht mehr so ganz genau. Wer? Hier. So, Grenades. Takamoto ist sicher wieder in seinem Penthouse. Folgen Sie ihm nicht, Lara. Seine Männer werden Sie erwarten. Die Lou ist eine Todesfalle. Ich weiß, dass dir sowas gefällt, aber du hast keine Chance. Dann gehe ich eben nach oben. Ich finde, das ist so komisch, oder, Meg? Mit dem Fahrstuhl. Hi, Boots. Nice to see you here.
Aber Vorsicht, how you doing? Oben ist eine Baustelle. Dazu sage ich lieber nichts, Lara. Darum müssen wir das Problem aus einem anderen Blickwinkel sehen. Vom Dach. Nishimura hat mir den Code für den Aufzug gegeben. Ich bin unterwegs. So, sammeln wir hier noch die Grenades ein. Okay, können wir nicht. So, ab aufs Dach. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Mhm. Viele Fußgänger kommen hier wohl nicht vorbei. Komfortabel ist zwar was anderes, aber es geht schon. Oh. Ich dachte, da würde dann, ach so. Okay, siehst du das Gebäude gegenüber? Es gehört Takamoto. Er müsste im obersten Stock sein. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Dafür schickt dir Nishimura eine Rechnung. Bei einer Party geht immer etwas zu Bruch. I wish you good luck for your dog. I'm not so good because I am ill. I have the C virus, the coronavirus, and it felt like with some fever and some nose, it felt like a flu. But yeah, it's kind of the it's getting better. So thank you so much, and I'm so sorry for my bad English. Hier muss man noch irgendwas machen. Achso. Ne, wie war das denn hier nochmal? Ach ja, so. Und dann? Hä? So, dann gehen wir jetzt hier rein. Oder haben wir eine Kiste? Das Motto. Was zum Teufel hast du vor, Lara? Hallo Abzweigverbinder, schön, dass du da bist. Von 0 auf 100 in unter 3 Sekunden. Oh mein Gott, man spürt's. Ah, so sollte es gehen. Hast du den Verstand verloren? Danke, Lai. Hä? Was? Da geht's gar nicht weiter. Seriously? Wo geht's denn weiter? Voll Mart und die Action-Sequenz. Habe ich die verkackt? Hä, wo soll's denn sonst weitergehen? Abzweigverbinder hat Wassermarsch eingelöst. Vielen, vielen Dank. Ein Schluck auf dich. Und Werbepause. Die Werbepause würde ich gerne später einlösen wollen. Ja, ich probiere jetzt einfach nochmal. Oder auch nicht. Oh Gott, bin ich dumm oder so? Ja, Englisch ist distinguished. Thank you so much. I appreciate it. Okay, irgendwie. So, was jetzt? Nee, wir müssen doch darüber, oder? Gab's irgendein Quicktime-Event, welches ich nicht gecheckt habe? So, jetzt muss ich mal gucken. Hast du den
Hä? Ich habe aber richtig gedrückt. Also ja. Quicktime-Event. Ich habe aber den Pfeil jetzt gedrückt. Und ja, Lara hat gerne den Verstand. Hä, ich hab's gedrückt. Ja, ich versuch's nicht zu vergessen. Okay, nee, dann warte mal. Statt mit Steuerkreuz mache ich jetzt mal mit dem Analogstick. Oh, das ist doch kacke. So mit dem Analogstick. Ah. Vega, Vega! Mit diesem Motorrad wohl kaum. So, zack. Und zack. Drücken Sie um den Scharfschützenmodus ein oder ziehen Sie mit den Bewegungstasten. Halt dich doch einfach fest. Okay, das sieht aber nicht schlimm aus. Hier geht es irgendwie noch weiter. Oder auch nicht. Hier geht es nicht weiter. Hier gibt es einfach nur... Schnapp es dir doch. Dankeschön, die wunderschöne Buddha-Statue. Voll der Tarzan-Move, auf jeden Fall. Dankeschön, Neppi. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lara sagt immer noch Nein bei den Dingen, die sie machen soll. Ja, no. Das Gefühl habe ich auch. Also die Steuerung gefällt mir hier einfach. Haltet endlich die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Sorry, Lara. Wir sind jetzt still. Dann bleibt doch still. So. Was jetzt? Schöner Kontrollpunkt. Ah! Zack. Oh, mit den Händen. Die haben doch so gescheuert. Mit Q. So und zack. Okay, er muss gleich zu uns kommen. Ja, und jetzt? Wo lang geht's jetzt? Love, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. So, jetzt müssen wir wieder das wieder machen. Okay, ich verstehe. So, Lara, los geht's. Oh, nice. So. Dann ein bisschen drehen. Schwingen. Schwingen. Zack. Nächster Kontrollpunkt. Auch geschafft wieder. So. Dann schwingen wir einmal hier. Dann muss das geschwungen werden. Das sieht irgendwie nicht gut aus, aber... Machen wir das doch mal. Okay. Oh Gott.
Runde. Vergesst nicht, wir spielen auf einfach. Aua, Doggy. Let it go. Let it go. Noch ein Doggy. Sollten wir das einfach ändern. Hallo typisch TV, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Beim ersten Mal fallen sie alle. Hä, geht's hier nicht weiter? Lara, wo willst du hin? Wo möchte die liebe Lara hin? Hier und dann sind die uns hier entgegengekommen. Es macht doch nur da Sinn, dass es da weitergeht. Mach die scheiß Tür auf. Oder. Wait. Ich bin gefährlich, Sequenz. Okay, ich werde gerade nicht schlau draus. Nee, so geht's hier wieder nur zurück. Was? Was backt hier gerade rum? Tür, machen Sie doch bitte auf. Ich finde die Störung mit schon mal mit Maus und Tastatur komisch. Und ich finde eigentlich auch die Störung hier mit dem Pad komisch. Hä? Die sind doch jetzt tot. Wassermarsch, dankeschön. Ein Schluck auf dich, vielen Dank. Ach, man muss benutzen drücken. Ah, okay, das ist auch eine gute Idee. Ja, typisch TV. Was hätten wir jetzt nur ohne dich gemacht? Wir arbeiten uns von unten nach oben hoch. Und hier haben wir auch eine wunderschöne Trophäe. So. Wo sind sie? Sie wissen doch, dass du da bist. Die sehen wir noch früh genug. Muschi, Muschi. Oha. Rastet mal nicht so aus. Lara überlebt das alles. Ey. Okay, nee. Hier, der erstmal mit seinem... mit der Shotgun. Der muss erstmal weg. Autsch. Einer war doch hier noch, oder? E1, wie sehen Sie markiert hier, um diese zu analysieren? Hier geht's nirgends raus. Es gibt immer einen Weg, Sip. Das lässt sich sicher bewegen. Okay. Was gibt's sonst zu analysieren? Nichts mehr.
hast noch nichts getrunken heute, Lai. Na dann, hol das mal nach. Das ist nicht gut. Trink mal einen Schluck Wasser. Nee, dann lasst uns doch jetzt mal erstmal das hier bewegen. Hä? Ja. Der wunderschöne Bildschirm. Lara, der ist noch nicht ganz fertig. Oder doch? Ach, da oben. Ah, da hängt's fest. Verstehe. Wie war das nochmal mit E? Ach, so war das. Ja, okay, das ist gut, dass du dann jetzt doch noch was trinkst. Da könnten noch mehr sein, Lara. Sei vorsichtig. Ah, was für ein wundervoller Abend. Oh, du weißt, was das bedeutet. Und mir wird auch schon übel. Schön da hochklettern, so gut es geht. Wird mal hochgeklettert. So, und jetzt? Oh, sich einfach festhalten, das hasse ich. Dass sie das nicht macht. Ich habe keine Höhenangst, Alistair. Aber mir wird davon speiübel. Das habe ich hier in Bolivien auch gesagt. Ich versuche nach oben zu schauen, aber ich muss mich konzentrieren, wenn ihr erlaubt. Wenigstens hat sie... Oh Gott, diese Kamera. Wenigstens hat sie sich festgehalten. Ja, du hast letztens das gemerkt, dass du Höhenangst hast. Krass. Beeil dich, Lara. Es hält nicht mehr lange. Schnell, Lara. Sie fliegen gleich ab. Boah. Muji. Ach, die schönen Museumsstücke, Lara. Ah, sagt ja gerade durch die Ruhe, dass Lara fett ist. Könnte man auch so sehen, das stimmt. Es wird nicht mehr lange halten, ja. Ah,
euch da oben kriecht nicht so richtig, ne? Boah, wie viele die aushalten. Geben einfach weiter. Oder auch nicht. Au, 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 au. Was haben wir hier? Ist hier irgendein Secret? Nee. Ah, hier ist ein Secret. Wer hätte es gedacht? Ein Secret. Hm. Ja, Platzangst ist auch übel. Die Bubis von Lara lassen die Kugeln einfach abprallen. Ja, Mann. Bubis aus Stahl. Ach, hier hätten wir die ja auch fertig machen können. Ah, schaut mal, hier oben ist auch noch ein bisschen was. Ein weiteres Secret. Ja, ja, jetzt halten wir uns fest, ne? Ja, schon etwas menschlicher. Ja, das stimmt. Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja. Ja, denkst du, es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Was ist das? Eher moderne Kunst als Archäologie, zumindest in diesem Zusammenhang. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Einfach mal eben die Kunst dafür missbrauchen. Halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Alles. Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Oh. Leute. Okay, Takamoto ist entkommen. Was jetzt? Wir folgen ihm. Mal gucken, wohin wir ihm folgen. Ging das hier auch nicht irgendwie auf? Okay. Hm. Oh, die Musik ist halt echt cool. Ah, da! Das war noch ein bisschen zu wenig. Thank you. Hi Chronix, schön, dass du da bist. Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön für 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich bewundere deine direkte Art, Lara. Tja, die kann man auch noch bewundern. Autsch, 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 autsch. Los, fall runter. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Er lässt jetzt den Fahrstuhl abstürzen. Keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Mhm. Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter.
Er soll sogar einer von König Artus' Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Oh oh. Bosskampf. What the fuck? Wie ging der nochmal? Ist der schnell? Hä? Uiuiuiui. Hä? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der ging. Kann ich hier hoch? Ja, ich bin wirklich verwirrt. Springen. Ich bin mit Nintendo groß geworden, habe erst die Lara-Teile ab 2016. Oh, nee, bei mir, ich bin mit Lara Croft, also ich bin statt Nintendo, bin ich mit der PlayStation, mit Sony PlayStation groß geworden und kenne dementsprechend die älteren Teile besser. Und ja, bin eigentlich seit Release mit Lara aufgewachsen. Ja, ich habe auf ultra leicht gestellt. Wieso? Ich kämpfe bestimmt voll falsch. Habe ich ihre Neugier befriedigt? Dann wird sie nun sterben. Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Okay, was machst du jetzt? Das war jetzt gerade ein bisschen lame. Aber gut. Tja, Lara hat ihn getötet. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Draußen wartet nicht im Helikopter auf dich. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Nice. Weg ist er. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? An einem besseren Ort. Gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespielt. Nee, das ist gerade erst der Anfang des Spiels. Das dritte Kapitel. Yay, geschafft. Hat ja auch nur lange gedauert. So. Ach, 34 Minuten, das geht eigentlich. Okay. Auf Pfadfinder leicht. Vorbereitung Ghana. Keine Spur von Rutland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nein, aber da wäre noch was. Als ich mir die Karte ansah, meinte Winston, deine Eltern wären dort gewesen. Dein Vater hat dort vor deiner Geburt gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. So was soll's geben. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Ja, natürlich, Lara. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf.
Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Drücken Sie die Bewegungstaste und drücken Sie dabei leer und dann schnell F, um mit einem Hechtsprung abzuspringen. What? Ich wollte einen Hechtsprung machen. Naja. So, wie war jetzt tauchen nochmal? Ah, da ist die Strömung. Da kommen wir noch nicht hin. Da ist nämlich ein Secret. Secret. Okay, jetzt möchte ich aber wieder noch... Oh, das Tauchen fühlt sich auch nicht so gut an. Wasser ist einfach mein Element. Ich habe Ghana vermisst. Okay. Es ist halt die Frage, was man hier jetzt machen muss. Ach so. Zack. Das geht noch nicht. Das noch nicht geht. Was machen wir da? Ich wollte eigentlich direkt da hochspringen. Fast wie bei Assassin's Creed der Sprung. Aber nur fast. So. Und jetzt? Nee, da war eine unsichtbare Wand. Ah, okay. Oh, da ist ja unser Tempel. Große Eingänge sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an, da ist Grunland. Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Dankeschön fürs Folgen. Keine Zukunft Dan Viop. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, thank aber... you so much for following. Das müsste alles da jetzt sehen. Er versucht noch rauszufinden, woher diese Schwertstücke stammen. Wir sind vorerst allein. Ich weiß noch nicht, ob ich Ghostwire Tokyo spiele, wenn es rauskommt. Cartoon The Moon. Hallöchen. Hallo, schön, dass du da bist. Die Strömung ist hier so stark. Hä? Aber wir kommen da auch nicht hin. Ja, ich habe das Spiel auch lange nicht mehr gespielt. Es ist sehr lange her, weswegen ich jetzt hier gerade nicht weiterkomme. Nee, hier ist ja die Strömung. Und gegen die Strömung, nee, kommen wir nicht so gut an. Ich sehe jetzt, was ich machen muss. Ah, ich glaube, ich habe es jetzt gecheckt. Was für ein altes Artefakt haben wir denn hier? Ein ziemlich modernes. Bradlins Männer müssen es benutzt haben. Ja, so überqueren wir die Strömung. Den habe ich schon mal gesehen. Im Notizbuch meines Vaters. Er ist hier gewesen. Verdammt, das war nicht Rutland.
hier immer noch irgendwo. Keine sehr effektive Falle. Jetzt nicht mehr. Sie scheint blockiert zu sein. Ja, durchgeschafft. Ihr habt was gehört. Und wir werden euch direkt einmal auseinandernehmen. Ja, flieg weg, mein hässlicher Untertan. So, was haben wir hier sonst noch? Ach, da oben ist... Hallo. Weg mit der Minigun. Hallo? Ich glaube, sie spinnen. Autsch. Tja, jetzt bin ich an der Minigun. Au. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie schwammig fühlt sich das an? So. Können wir jetzt hiermit irgendwas machen? Nee, irgendwie nicht. Dann wieder weg. Hä, was soll... Was sollte man denn... Ich weiß zwar noch nicht ganz, was man damit machen sollte. Okay. Das müssen wir irgendwie hochkriegen. Ah! Nee, das ist anders. Das Wasserrad hier scheint zu klemmen. Wir werden wohl nie erfahren, wie es funktioniert. Die Säule sieht ziemlich schwer aus. Es gibt viele Möglichkeiten, Räder anzutreiben. Und wie willst du das antreiben? Wie hat sich das Lara gedacht? Okay, also das klemmt. Hier können wir noch nicht hoch. Kann man das verschieben? Irgendwie ist hier da. Das finde ich ein bisschen strange. Ach, das war ein Artefakt. Das schwebte so durch die Gegend. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mach die Säule doch weg. Sieht nicht gut aus. Deadass. Nee, das hat's irgendwie auch nicht gebracht. Wir schleichen uns jetzt dadurch. Als ob das klappen könnte. Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist mir das jetzt gerade hier... Das klemmt ja nicht. Was bringt das jetzt eigentlich, wenn man die Lampen hier umschmeißt? Okay. Ah, wir müssen so rüber. Ah, wartet mal. Okay, ich glaube vielleicht was verstehen zu haben. Einen zweiten Raum ist eine sehr gute Idee.
Soweit ich das gesehen habe, gibt es hier noch gar keinen zweiten Raum. Aber es ist eine gute Idee. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen. Nee, so lässt sie ja los. Nee, sie muss, wir müssen ein bisschen höher klettern, damit wir mehr Schwung machen. Also ich glaube, dass wir... Versteht ihr, was ich machen möchte? Ich möchte... Oder klappt das noch nicht? Moment. Nee, okay. Wir probieren es mal. Lara, warum hast du dich nicht am Seil festgehalten? Bitte, tu es doch. Just do it. Yesterday you said tomorrow. Now live your dream. Und zwar so. Und jetzt, warte mal, mit... Nee. Wie geht denn das hoch? Ah, spring ist doch... Ach, bin ich blöd. Ich wünschte, ich könnte solche Sachen auch einfach mal vergessen. Ehrlich? Kennst du das Spiel zu gut? Hi Stein Olli, schön, dass du da bist. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Heilen wollte ich mich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Ich muss doch irgendwie nach oben kommen. Wie hat sie das denn gerade gemacht? Hallo? Sie hat gerade... Oh Mann! Okay, meine Idee, glaube ich, funktioniert doch nicht. Oder von da hoch, da festhalten, dann geht's da weiter, dann da festhalten, dann darüber, dann darüber. Du hast es mehrfach durch. Ich habe es eigentlich auch damals mehrfach durchgespielt. Es ist halt nur irgendwie 10, 11 Jahre her. Total. Na, über 10 Jahre sogar. Release war ja 2006, 2007. Sie soll sich erstmal lange hoch. Ah! Ah, sie hängt. Okay. Alles wieder zum Laufen gebracht. Bist du jetzt zufrieden? Das ist eine verdammte Todesfalle. Jetzt funktioniert es. Ja, da müssen wir irgendwie hinkommen. Ah, Lara, please, einfach festhalten. Oh mein Gott, das war doch gar nicht so schwer. Haben wir das auch geschafft? Ja, Lara. Sie mit ihrem Dickkopf. So, und jetzt? Jetzt so lange warten, bis wir jetzt da hochkommen? Klappt das? Die Säule hätte man auch mit der mit dem Maschinengewehr. Okay, gut zu wissen. Ja, es hat geklappt. Oh Gott, das hört sich hier nicht so gut an. What have I done? Die Ausdauer der Frau hätte ich auch gerne. Ja. Oh nein, müssen wir das jetzt alles nochmal machen? Scheiße, warum habe ich das nur rangezogen? Wir müssen nämlich darüber. Ach, oder warte mal. Ah. Clever.
So. Ich muss die Fallen aktivieren, um durchzukommen. So kann man es natürlich auch sehen. Mir gefällt das nicht. Hey, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Tja, mir gefällt das auch nicht, aber wir müssen das irgendwie machen. Genau, hätte man auch so machen können, Stein-Olli. Wie, aber wie werde ich jetzt die Falle hier los? Unten drunter geht's nicht, okay. Müssen wir jetzt da durch, oder wie? Was sagte sie gerade? Wir müssen die Fallen jetzt machen? Ey, typisch TV, dann kannst du uns ja direkt weiterhelfen, wie es hier weitergeht. Ah, ich glaube, wir müssen da hoch. Ach, den ganzen Weg nochmal zurück. Oder müssen wir wirklich den ganzen Weg zurück? Weil da sind jetzt neue Treppen dazugekommen. Ja. Oh, warum bin ich so blöd? Hi, Ferro. Schön, dass du da bist. Hallo. Nur kein Backseat Gaming ungefragt. Aber wenn ich explizit frage, dann ist das okay. Aber ich glaube, ich habe auch schon die Lösung rausgefunden. Ich muss jetzt nur noch das richtig hinkriegen. Aber sie hält sich ja einfach nicht fest. Oh, Lara. Du nervst. Lara ist nerven. Saw you at the Arrays yesterday. Die Komplettlösung im Chat, ja, Mann. So, schaut mal, es ist soweit. Sie fliegt über die Dächer der Stadt. Na, komm her. Gut, 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 ganz fein. Wie geht's euch? Ach, mir geht's so lala. Wie geht's dir? Aber jetzt müssen wir das. Das wollte ich die ganze Zeit. Ich habe leider tatsächlich alle meine Komplettlösungen gar nicht mehr da. Ja, geschafft. Habe ich dich schon gefragt, wie es dir selber geht, Ferro? Dieser Kanal führt direkt zum Rad. Man baut auch kein Wasserrad, wenn man nicht ein paar tausend Liter Wasser hat. Doch, es funktioniert nur nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass halt, auf klare Dunkelheit. Das stimmt schon, dass die Crystal Dynamics Spiele viel einfacher sind als die von Eidos, ach du heilige Makrele, we got a Jaguar, Tiger. Wie viel hält er denn aus? Ui, gut. Die letzten Wochen waren so meh. Oh, bei mir auch. Warum war es denn bei dir so meh?
So, jetzt haben wir hier ein... Schiff? Was ist denn damit? Hä? Lass mal alle Kisten kaputt machen. Da haben wir ein Secret. Ein Secret Dando. Alles klar, Chronix. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. On the Moon. Das tut mir leid zu hören. Dann wünsche ich dir da echt gute Besserung und dass es schnell weggeht. Hab das Gefühl, dass das Leben Leuten in meinem Umfeld und mir wieder eine Herausforderung stellt. Oh, okay. Ja, gerne, gerne. Gott, das sieht mir zu kompliziert aus. Ich muss auch zugeben, ich habe auch gar keine Lust mehr auf das Spiel. Zumindest für heute. Wollen wir Tekken lieber spielen? Ja, wir wollen Tekken spielen. Hier war eh ein Kontrollpunkt. Dann ab, zurück zum Beenden. Achso, man kann ja auch so speichern. Tekken, genau. Speichern erfolgreich. Ich habe echt vergessen zu speichern. Oh mein Gott. Bin ich doch nicht so speichersüchtig. Da, Westafrika. Gemeistert 32%. Ja, leichte Tekkenkost. Dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich an alle Zuschauer, die für Tomb Raider Legend hier zugeschaut haben. So, ihr müsstet jetzt mein Dings sehen und jetzt seht ihr hier gleich Tekken. Ich hoffe, das hat kein Update. Badam, bam, biu, badam, bam, biu. Aha, ja klar, Ferro. Zock mal auf der PS4. Ja, müssen wir privat noch wirklich auch machen. Das stimmt. NVIDIA. The way it's meant to be played. Es ist nicht zufällig einer meiner Mods anwesend, die die Kategorie wechseln können. Wenn nicht, mache ich das eben selbst. Was für privat. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Tekken. Nee, ich mache das mal eben kurz selbst. Wie mache ich denn das? Ah, hier oben. Bam. Mod Echo, Echo, Echo. So. Jetzt habe ich es auch geändert. Somit begrüße ich euch ganz herzlich. Willkommen zu Tekken. Wir prügeln jetzt so ein bisschen. Nita Williams.
Ich glaube, den hätten wir doch annehmen sollen. Der hatte gutes Internet. Boah, Tekken ist mir irgendwie gerade heute zu schnell. Irgendwie. Vielleicht bin ich es einfach nicht mehr gewohnt. Boah, wie einfach alle Elden Ring spielen und deswegen gar keiner mehr Tekken Online spielt. Schwelgst schon in Erinnerung. So, den nehmen wir. Ja, stimmt, dann schreib sie mir mal bitte auf Instagram, glaube ich, ne? Ach, du hast ja... Doch, du hast auch Twitter, ne? Oder auf Twitter. Schreib mir auf jeden Fall in eines von beiden als PN. Und dann werde ich sie jetzt wirklich mal einspeichern. Habe ich dich schon im WhatsApp? Nein. Nein, nein, habe ich ja noch nicht. Scheiße, ich glaube, das ist ein guter... Round 1. Fight. Okay. Round 2. Fight. Ja, gewonnen. Ich bin heute extremst konzentriert einfach. Aber wir können einen Rematch machen. Schlecht aber war, Unicorn Fort. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass du da bist. Dankeschön, Ferro. Vielen, vielen Dank. Ich werde mich dann heute Abend bezüglich der Nummer melden. Auf jeden Fall. Dankeschön.
Mist. Okay, hat er gut gemacht. Round 3. Fight. Okay. Wir haben vor Tekken haben wir circa 40 Minuten Tomb Raider Legend gespielt. Wir haben das Japan-Level fertig und sind jetzt in Ghana. Und da mittendrin hatte ich keine Lust mehr. Beide Beförderungschance, ja, stimmt. Das ist spannend. Gut, dass mir das Null sagt. Auf jeden Fall haben wir heute ein Kapitel geschafft. So, und jetzt wollen wir mal mit jemand anderem kämpfen. Jetzt wollen wir mal mit jemand anderem. Ja, ich kann es jetzt gerne auch nochmal sagen. Mir geht es halt noch nicht wirklich, also es ist schon besser, ich habe kein Fieber mehr. Aber ich habe halt immer noch so leichte Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Ja, und so allgemeines Wohlbefinden ist halt noch so ein bisschen... Nee. Aber es ist schon auf dem Weg der Besserung. Was? Rip King? Wer von euch spielt denn jetzt alles nochmal Elden Ring? Round 1. Fight. Nee, das war nicht Queen King, das war Brian. Oder Bruce. Nee, das war Brian. Klingt ein bisschen nach Long-Covid. Naja... Es könnte Long-Covid sein. Ich habe es jetzt seit einer Woche. Mist, sein Tipp war schneller. Round 2. Fight. Lord Plord. Ja, nach einer Woche ist das, denke ich, auch noch. Ja. Also ich hoffe, dass das einfach normal ist. Ich merke auch jetzt unendliche Müdigkeit wieder, aber ich bin ja eh immer müde. Das ist eh schon blöd. KO. Round 3. Fight. Hey Tyler, schön, dass du da bist. Ja, ist ein bisschen besser. Wie geht's dir denn soweit? Round 4. Fight. Oh Mann, Justin Fritsche. Warum genau jetzt lackt es gerade? Ich finde das immer äußerst... Ich finde das immer äußerst strange. Gut, eine Revanche.
Er möchte nicht mehr. Das ist so, ne? Leute, ich kann nicht arbeiten gehen und ich kann auch nicht zum Friseur. Das macht mich so traurig. Wegen Corona. Ich meine, ich kann generell nicht rausgehen. Das stört mich gar nicht mal, weil ich eh immer nur zu Hause bin. Die meiste Zeit. Oh, du musst dich wieder checken lassen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Na dann, lass dich mal wirklich checken. Hast du denn irgendwie Beschwerden oder so, Tyler? Ich hoffe nicht. Ja, ich habe so ein... Also, gut, ich freue mich natürlich nicht, arbeiten zu müssen. Aber ich habe schon ein... Wie nennt man das? Ich hab... Wie sagt man nochmal? Ich finde die Wörter auch nicht mehr. Ja, wenn ich zum Friseur gehen dürfte, dann ist der Bob entschlossen. Dann gibt's kurz. Aber solange, wie ich nicht zum Friseur gehe... Ah, schlechtes Gewissen. Ja, Mann. Ja, das ist krass. Also ich weiß auch nicht, bei wem ich mich, ich frag mich auch, wobei Dennis arbeitet ja im Krankenhaus. Es kann sein, dass Dennis der Träger war. Oder ich hab's mir halt auf der Arbeit geholt, ne? Ja, natürlich zocke ich dann zukünftig mit Bob. Justin oder Kevin. Die haben es immer. Ja, ja, der Dennis ist schuld. Ja, ich frage mich wirklich, von wem ich das habe. Vor allem, ich bin positiv und Dennis ist die ganze Zeit negativ. Das ist voll krass. It's voll strange. Ja, dann bin ich gespannt, was beim Hausarzt bei dir rauskommt, Tyler. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Mann, der ist so heftig. Nein. Ich wollte gerade ducken. Ich wollte mich gerade... Starke Gene. Ja, Dennis ist ja auch ein Mann. Dennis hat den Virus schon one-on-one an Tag 1 schon gekillt, ey. Eins gegen eins. Einzelkampf. Ja, Mann. Round one. Fight. Oh Mann, der drängt uns voll in die Ecke, Mann. Er hat zum Virus gesagt, Kurva, verpiss dich. Und da dachte der Virus, was los? Ja, Mann. Ey, der ist zu heftig. Ja. Ich sag euch mal, ich sag euch dann mal, wie es dann gelaufen ist, ob ich wirklich auf der Couch schlafen musste.
bin auch nicht krank geworden, obwohl ich letzte Woche mit jemandem mit Corona Kontakt hatte. Oh, scheiße. Ich warte eigentlich nur noch drauf. Ja. Ja, das verstehe ich, Neko. Das kann ich verstehen. Richtig schön aus dem Bild getreten. Ey, Bruce Lee, man kann mit ihm Bruce Lee Bam-Witze machen. Er hat ja sogar den Bruce Lee Outfit an. Bam, 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 bam. Aber das Wetter ist voll schön. New Challenger. Es gibt auch Bruce Lee Bam-Witze. Ja, Mann. Dragon Move. Hitler. Hitler. If you like Pina. Warte mal, Bruce Lee Bam-Witze. Ja, der meinte, ich hätte voll abgeschmatzt. Aber das habe ich nicht. Und, ach Mann, wie ging das nochmal? Sinnet. Wir gehen die Bruce Lee Bam-Witze nochmal. Oh, komm mal her. Ey, willst du hier Elden Ring streamen? Sinnet, helf mir jetzt mal Bruce Lee Bam-Witze zu sagen. Ja, der meinte einer, ich hätte vorab geschmatzt. Aber das habe ich nicht. Oh nein, ich habe einen Mirror Fight. Die hat so eine Erinnerung wiederbelebt. Oh nein, und dann hat sie sogar noch dasselbe Outfit an, aber ich habe die Machine Gun. Ich hasse Mirror Fights. John Doe sogar. Nein, Dennis, mach mir mal keine Vorwürfe wegen Corona. Da meinte einer, ich hätte abgeschmatzt, bin mir nur noch unsicher, ob das der beste Anfang oder der schlechteste Anfang von einem Witz aller Zeiten ist. Kennst du das, schlecht aber wahr? Wenn nicht, muss ich dir unbedingt das Video, wenn es hoffentlich noch das Video gibt, schicken. Oh, das war damals, warte mal, das war 2011. Das war das Witzigste meines Lebens, ey. Das ist eines der witzigsten Videos, ey. Okay, du kennst es nicht, da muss ich es dir mal zeigen. Oh Mann, ich will nicht gegen Nina. Nein, ich will nicht gegen Nina. Ich will nicht. Ich will generell nicht mehr. Hi Mr. Dongo, hallo, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ach, wir sind ja immer noch bei Februar. Oh mein Gott, so Mitte März. So. Und Dankeschön für Subscriben. Sogar 6 Monate. Danke für das halbe Jahr. Dankeschön. Oh süß, Mr. Dongo. Herz ausrasten. Okay, Sinnet, was gibt's sonst noch für Witze? Aus Bruce Lee Bam. Ja, hat er ihn voll aus dem Bild getreten. Oh, du hast das nicht so witzig gesagt. Och man, Nina hat gewonnen. Hab's nie bekommen, aber seit ich bei dieser Kackfirma bin, nur Stress damit. Hab langsam keinen Bock mehr da. Die sollen mal da was machen. Hab mich schon beschwert, dass sowas nicht geht, dass ich schon fast jede Woche nach Hause geschickt werden muss, weil ein Lowbob damit angetanzt kommt und sich nicht checken lässt. Ja, absolut. Ich hab Ja gedrückt.
Absolut. Also wenn wegen Corona du da ständig leider in Mitleidenschaft gezogen wirst, obwohl du das nicht hast, das geht wirklich nicht. Da hast du recht, Tyler. Hello, Bob. Was mache ich hier jetzt eigentlich? Oh, ich will nicht mehr spielen. Was machen wir jetzt? Was machen Sachen? Ah, wir spielen jetzt was Süßes. Horang. Team streams a streamed rhythm with Bob. Wir können Katzenvideos gucken. Noch besser, wir können auch ein Katzenpuzzle machen, tatsächlich. Willst du die Suche abbrechen? Nee, ein Tekken-Turnier. Nee, das dauert so lange. Ja, das stimmt, Lai. Hast du recht. Wir machen jetzt was Knuddeliges. Katzenpuzzle wirklich besser ist als Katzenvideos. Ja. Cute. Jetzt gucken wir mal Jigsaw Puzzles, glaube ich, hieß es. Da. Das spielen wir jetzt. Wir spielen Kitty Cat Jigsaw Puzzles. Einfach Banger Emote. Wow. Wegen Jigsaw, ja. Guckt mal. Oh, wie süß. Wir haben schon das. Ach nee, das habe ich offscreen gemacht. Guck mal, dann machen wir jetzt das. So, ohne Musik ist das aber voll langweilig. Without Musik. Wow, wir puzzeln. Ultimativer Spielspaß für die ganze Familie. Ja, ich merke schon, ich muss die Musik selbst machen. 4x5 Puzzles. Ja, Mann. Also wenn schon, denn schon. Oh, cute. Schaut mal. Langsam setzt es sich zusammen. Tada! Ich frage mich wohl, welches Bild das wird. Riesen-Gamer-Moments, ja, Mann. Oh, let's look at some pussies. Was? Mör? Das war eine Kuh? Was? Ich krieg hier 12 Uhr Mitternacht alte Säcke spielen Schach-Vibes. Ja, Mann. Cute, cute. Next one. Oh nein, das sieht schon komplizierter aus. Wo soll man denn da anfangen? Oh, süß. Okay, ich glaube, das wird ein richtig süßes Bild. Die kann man ja jetzt nicht drehen. Hä? Oder kann man davon doch welches drehen? Nee, okay.
Ja, so ist Jigsaw. Ach, hier gehört das hin. Das gehört hier hin. Das gehört nicht hier. Hier hin. Die hätten mal wenigstens so ein bisschen so Katzenmusik, so miau, 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 miau. Sie hängt die Wäsche auf. Wie süß. Miau, 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 miau. Katzen brauchen, Katzen brauchen, Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Oh, sie ist auch so eine Socke. Auch so eine kleine Socke. Miau. Einfach bari bari. Genau. Miau, miau. Mit dem miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Nee, ich kenne mich leider mit Game of Thrones nicht aus. Mal gucken, was wird das hier für eine Katze? Was für eine Cutie erwartet uns hier? Was für ein Cutie Cat? Oha, sie hat schon mal, sie ist wild. Oh nein, sie ist richtig wild. Oh nein! Oh süß, zack. Er ist kein Tintenfisch, sondern eine Krake. What? Schlecht, aber war, du hast gerade auch meine Welt verändert. Hallo? Geht ja wohl gar nicht, ey. So. Wir werden immer besser. Ach, es sind zwei Cats. Es sind zwei. Nee, sogar drei. Nee, zwei, drei. Ich kann schon nicht mehr zählen. Es sind drei. Oh mein Gott, wie cute. Irgendwie, glaube ich, gehört das hier nicht hin. Ah, hier gehört es hin. Drei. Es geht eigentlich nicht auf die Sehnerven. Eigentlich. Schaut mal, es sind drei süße Kiddies. Oh no. Oh no. Das ist zu schwer. Oh mein Gott. Nee, wir brauchen Hilfe. Ich brauche Hilfe. Instant. Ey, so macht Puzzeln schon gar keinen Spaß mehr. Puzzeln macht so keinen Spaß. Na, 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 Mama, Mama, Papa, Papa, Papa. Puzzeln macht so einfach keinen Spaß.
Immer mit dem Rand. Thank you. Mr. Black White, vielen, vielen Dank für 18 Monate. Dankeschön. Fühl dich herzlichst gegrüßt. Und komm mal hier kurz vor die Kamera, bitte. Doch, komm mal bitte. Und erzähl mal über Elden Ring. Komm, ich interview dich. Erzählen Sie mir von Elden Ring. Die grauen Katzen mit gelben Augen. Ja, das ist richtig nice, ne? Immer erstmal die Ränder. Haben wir jetzt so ziemlich... Nee, das ist nicht richtig. Nee, das passt nicht. Puzzeln in Real Life. Was ist das denn hier? Ja gut. Kann ich natürlich verstehen, Lai. Hä? Wo gehört das denn hier hin? Ah, hier. Oh. Es macht langsam Klick. Ist das nicht süß, Katzenpuzzeln? Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Oh mein Gott, sind wir nicht nice und fresh? Richtig krass, ey. Boah. Elden Ring ballert schwer. Dankeschön, Dankeschön. Leute, ich glaube, das nächste ist noch schwerer. Boah, das nächste machen wir nicht. Aber es sieht süß aus. Schaut mal, da haben wir schon mal ein Gesicht. Was haben wir hier sonst? Noch ein Gesicht. Oh. Ich bereite zum nächsten Stream mal ein anderes Spiel noch vor. Ich weiß zwar noch nicht welches, aber irgendwas. Bereite ich vor. Oh, Weihnachten. Ja, ihr könnt raten, wie viele Katzen das auf dem Bild werden. Das ist eine gute Idee. Finde ich gut, Cat on the Moon. Hi, Moonwalker. Schön, dass du da bist. Jigsaw Puzzles 2. Intensiv Horizon ist halt blöd, wenn alle geilen Spiele gleichzeitig rauskommen. Ja, das stimmt. Vor allem ist jetzt auch Cyberpunk endlich mal auf dem Status rausgekommen, wo man das jetzt auch wieder spielen kann. Das ist halt wirklich so. Ist das hier die Ecke? Ah. Ich brauche mal ein bisschen hier Platz. Ja, zumindest bei uns auf der PlayStation 5 mit den jetzt ganzen Patches und so läuft es schon mal wirklich besser. Was vorher auf der PS4 Pro wirklich komplett Katastrophe war. Oh, okay, wir haben hier schon mal eine Katze. Dann sehen wir schon mal eine zweite. Also ich selbst habe Elden Ring nicht gespielt.
Diesmal nicht. Sonst habe ich immer mal irgendwie von From Software, okay, bis auf Sekiro habe ich eigentlich auch nicht angespielt. Weil sonst habe ich Dark Souls 1, 2 und 3 und Bloodborne angespielt. Und jetzt irgendwie nicht. Ich habe so großen Respekt davor, dass Leute das gut schaffen. Aber ich schaffe das halt nicht. Wegen Elden Ring habe ich auch Lust auf die PS4, Lust auf eine PS5 bekommen, habe es aber für die PS4. Ist alles gut. Es funktioniert ja trotzdem ganz gut, Lai. Und ich meine, wir hätten jetzt auch noch keine... Die sehen schon ein bisschen traurig aus. Ja, weil sie zu Weihnachten, die werden verschenkt. Die wollen nicht verschenkt werden. Die wollen einfach nicht verschenkt werden. Oh, das ist der bunte Teller für Alf. Oha. Oha. Okay, aber es wird was. Es wird doch langsam was, oder? Oder nicht? Also bisher sind es 2 Katzen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das zweite Bild ohne so. Nice. Ab letzten 1000er Jigsaw gemacht, hat ewig gedauert. Uff. Moonwalker, das glaube ich dir. Krass, dass du es gemacht hast. Die sind richtig pissig. Die so, nö, kein Bock. Ach, hier steht sogar, hier oben. Puzzle solved. Wir haben dafür 4 Minuten gebraucht. Aber es geht eigentlich. Puzzeln macht schon Spaß, oder? Wenn ich so weitermache, komme ich noch zu den Puzzles für große Kinder. Ja. Okay, wir können ja nur schon mal erahnen. Wir schauen uns mal das nächste Bild an, was das für eins wird. Weil wir haben heute hier echt viele Puzzle geschafft. Okay. Oh, da schläft jemand. Ich glaube, das ist nicht schlafen, die Katzi. Erst den Rand und dann die Flächen. Gut, dass man nicht drehen muss. Ja, hier ist wirklich gut, dass man nicht drehen muss. Das stimmt, das vereinfacht das Ganze. Erst den Rand. Alles klar, Neko. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und Dankeschön, dass du dabei warst und deine Zeit mit uns geteilt hast. Alles Gute dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du Schlitzohr. Aber irgendwie sind hier mehrere Bilder. Also ich meine... Mehrere. Kann ich das noch verschieben? Ja, dann ist es noch nicht richtig. Ah, da ist es. Oder muss man jetzt doch drehen? Das, hier ist doch die Nase. Sind locker mindestens auch 2 Katzen. Ja, ich glaube, es ist eine Babykatze und es ist hier die Mama-Katze. Kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, das versuchen wir doch noch zu machen. Die Stücke sind hier so. Ah, der liegt schon richtig. Der ist auch schon
Oh. Aha. Ich sag aha und ich check gar nichts. Genau, die liegen, die scheinen auch sich einzurasten, wenn sie an der richtigen Stelle liegen. So, dann haben wir doch hier oben schon mal den Rand. Nice. So viel kann es hier jetzt nicht mehr geben. Alles an der falschen Stelle? Ah, okay. Oh oh, die Auflösung kommt langsam. Jetzt haben wir den Rand genau. Ah! Geschafft! Wie war dein Start in dem Morgen so? Kamst du aus dem Bett oder wolltest du noch länger schlafen? Ich wollte noch länger schlafen. Es sind also doch zwei. Ja, ist einmal die Mama und einmal Babykatze. Oh, wie süß. Wie süß. Wie war das denn bei dir, Mr. Dongo? Ich fühle mich hier wie Graf Zahl. Ja, nice cat on the moon. Richtig gut. Ich zähle so gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag in den Start. So, wirklich jetzt letztes. Also, was wir jetzt gucken. So, und das werden wir dann zum nächsten Mal einmal machen. Oh, du hast auch nur 3 Stunden geschlafen, Moonwalker, am Morgen. Krass. Konntest du nicht so gut schlafen? Es ging, war ein bisschen länger im Bett, stand dann um 12 Uhr auf den Beinen. Ah, okay. Und fühlst du dich wenigstens ein bisschen ausgeschlafen, Mr. Dongo? So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, neigt sich der Stream heute schon dem Ende zu mit dem süßen Katzenpuzzles. Und wir wechseln rüber. So. Wir haben noch ein paar Puzzle vor uns. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier noch süße Sachen. So. Oh, ja. Ja. Ich muss noch schlafen. Ich mache jetzt ein Nickerchen. Oha, du bist gerade auf Adrenalin. Ja, krass, Mr. Dongo. Heftig. Morgen ist der offizielle Jubiläumstag. Du bist derzeit eine Nachteule geworden. Der Jubiläumstag? Für was denn? Ja. Sicher ist sicher. Hast du recht, Tyler. Mach das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass da nichts Schlimmes bei rauskommt. Ah, das ist der Jubiläum, der 18.3. Oha,
das erste Abo. Krass. Damals, zu der Zeit, damals, vor einem Jahr. Krass. Nice. So, Synod, möchtest du dich noch verabschieden? Nein, aber dass du richtig mal hierher kommst und... Ja, ich will die Seite nicht anstecken. Womit denn? Mit Ellen. Na komm, wie wär's, wenn wir kurz eine Talk-Runde machen, dass du dich... Schade, ey. Und wann? Aber ich möchte dich demnächst für ein Interview wirklich... Was willst du mich interviewen, ey? Über Elden Ring. Doch, meine Toastbrote gucken das. Ja, ich werde schon Fragen stellen, die nicht so spoilernd sind. Oha, Synod hat wieder total gar keinen Bock, ey, einfach. Synod, ey. Ja, dann mach dir doch einen Kaffee. Ich würde alles machen, wie nur dich selber einen machen. Ach so. Mein Follow war am 3.3. letztes Jahr. Boah, Moonwalker, du bist auch schon ein Jahr dabei. Der 3.3. Krass. Damals von einem Mr. Black White verschenkt. Was ist eigentlich aus dem geworden? Ja, genau, so eine Talkrunde. Also wie gesagt, ich habe da immer noch Ideen und ey, ich weiß nur nicht, wann ich die Zeit und Kraft nehmen soll, das mal alles umzusetzen. Gut, ihr Lieben, dann gibt's demnächst eine Talkrunde. Freust du dich jetzt, oder was? Dass es demnächst eine Talkrunde mit dir gibt. Ich freue mich, dass wir noch gute Milch haben. Wow. Ideen zu haben ist ein guter Anfang. Ja, ja. Aber auch mal Ideen umzusetzen, das muss man auch mal machen. Oh, süß, Baby. Hallo, Mimi. Baby ist ja. Hallo, Baby. Hi, Baby. Baby, süße Pfoten. Baby, so. Wie so süß. Genau, die Katze fliegt vorbei. Exklusiv der heiße Stuhl. Show us the cat. Komm, einmal ganz kurz. Aber wenigstens Ciri mal einmal kurz ins Bild zeigen. Und tu mal so, als ob Ciri so reden würde. Genau so. Genau so. Hallo. Baby, war so süß. Baby. Hi, Mimi. Baby süß. Baby süß. Hi, Mimi. Hi, mein Baby. Oh, Baby süß. Oh, Baby süß. Oh. Baby Footies. Baby Footies. Baby auch kein Bock. Ja. Baby süß und Baby auch kein Bock. Baby sagt tschüss. Ciri, ja, Moonwalker. Tu mal so, als ob du mit Ciri reden würdest. Rith, du bist so niedlich. Dankeschön. Hau rein, Queen. Ich muss immer Babyküsschen geben. Ja, mit Baby rede ich halt auch immer eine Babysprache. Okay, ihr Lieben, dann. War geil mit euch, genau. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen erholen. Blick schweift in die Ferne. Und werde jetzt noch ein Nickerchen machen
Mach das auf jeden Fall, Tyler. Das würde mich interessieren. Gerne, gerne. Und ja, dann sehen wir uns die nächsten Tage. Hoffentlich dann bin ich endlich gesünder oder erholter. Okay, ihr Lieben. Wie lange bin ich noch zu Hause wegen C? Bis Sonntag. Genau. Weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Willst du dir beim Bob auch noch wieder neu färben lassen? Muss ich, glaube ich, gerade gar nicht machen. Also ich würde sagen, nö. Es kann noch warten. Und wie lange warst du jetzt? Bis jetzt eine Woche. Das ist direkt jetzt Donnerstag zu Donnerstag. Eine Woche bin ich jetzt schon zu Hause. Also 7 Tage. Genau. Musst du dich da nicht freitesten? Ja, da muss man sich freiwillig testen. Genau, also wenn du das magst. Also, dass man nicht so genau bis Sonntag sagen kann. Ja, also es ist halt so, ich habe den Krankenschein noch bis morgen. Und ich werde morgen wieder anrufen und mich frei testen lassen. Ich habe mich heute schon freiwillig getestet und heute ist wieder positiv gewesen. Das heißt, morgen wird er wahrscheinlich nicht anders auslaufen. Der wird morgen wahrscheinlich wieder positiv sein und dann kann ich ja immer noch nicht arbeiten gehen. Zumal ich noch nicht komplett symptomfrei bin. Genau. Bob, der Baumeisterfrisur. Nein, Spaß. Moonwalker. Der ist gut, ey. Ja, genau richtig. Ich darf erst was machen, wenn ich negativ bin. Ja. Das heißt, solange nicht arbeiten gehen, kein Friseur, nicht zum Arzt generell gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich spazieren gehen darf. Spazieren gehen dürfte ich wohl. Ja gut, also spazieren gehen dürfte ich wohl. Aber mich halt auch mit niemandem treffen. Das ist halt die Sache. Keine Beute mit den Fingernägeln zerreißen. Schau. So. Ihr seid meine Beute. Nein, Spaß. Ey Leute, ich werde immer verrückter einfach. Oh Gott, und ihr guckt euch das an. Gott, ey. Killer Nails. Dankeschön. Ihr seid so verrückt. Ihr macht mich verrückt. Nein, Spaß. Ich bin ja froh, dass ihr wenigstens dabei seid und meine Verrücktheit aushalten könnt. Okay, jetzt mache ich... Oh Mann, so einen Stream will ich immer noch machen. So einen Schlafstream. Ich weiß, auch wenn manche den Reiz vom Schlafstream nicht verstehen, aber trotzdem. Ich weiß nur noch nicht, wie die Cam. Sinnet, wie könnte man das machen, weil die Cam hat ja nicht so ein langes Kabel. Ich will auch endlich den Schlafstream, damit ich verstehe, was das soll. Ja, Mann. Hallo, Sinnet, hast du gerade gehört? Er tut jetzt auf stumm. Auf taubstumm. Naja. Okay, ihr Lieben, dann werde ich mich, wie gesagt, erkundigen, was wir die nächsten Tage spielen werden. Oh, das ist eine richtig gute Idee. Schlecht aber wahr. Eine Verlängerung und ein Stativ. Alles klar, Tyler. Keine Sorge, du verpasst nichts. Ciao, Tyler. Wobei, ein Stativ habe ich auch. Ich brauche nur eine Verlängerung. Ich weiß halt nur nicht, welche Verlängerung. Für die Webcam.
ist ja eigentlich nicht so weit. Es ist ja eigentlich fast ein Katzensprung. Ein Katzensprung. Okay, ihr Lieben, dann, wie bereits erwähnt, wir sehen uns die nächsten Tage mal wieder. Ein USB-A, oder? Synod? Was braucht man für eine Verlängerung? Ein USB-A? Für die Webcam? Also normales USB? Also ja, normales USB. Ja. Ey, cool, dann machen wir vielleicht demnächst wirklich bald einen Schlafstream. Das dritte, Stream. Und wie gesagt, ein anderes Spiel außer Legend finden wir noch raus. Mal gucken, welches dann. Gut, ihr Lieben, dann 5 Meter! Das ist mehr als genug. Das muss auf jeden Fall reichen. Das ist nice. Das ist gut schlecht, aber wahr. Meine Mods sind hier perfekt vorbereitet. Dann verabschiede ich mich. Wir bleiben in Kontakt. Und danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis dann, ihr Lieben. Dankeschön, vielen Dank, Lai. Bis dann. Ciao.